Alarmieren Sie den Rettungsdienst. Machen Sie den Oberkörper des Patienten frei. Es gibt ihn in verschiedenen Ausführungen, den Defibrillator. Er kann bei Herzrhythmusstörungen wie dem Kammerflimmern Leben retten. Wer denkt, dass der Einsatz dieses Gerätes kompliziert ist, der irrt. Unsere Zeitung war bei einem Testlauf dabei. Fazit: Jeder kann einen Defibrillator bedienen und Patienten so helfen. Denn das Entscheidende ist, das Gerät spricht mit einem. Ziehen Sie die grüne Lasche, um die Elektroden zu entnehmen. Lösen Sie die Schutzfolie von den Elektroden. Wenn das erledigt ist, müssen die Elektroden am Oberkörper angebracht werden. Und zwar so, dass bei dem folgenden Schock der Strom optimal durch das Herz fließen kann. Dann heißt es, Hände weg vom Patienten. Achtung, jetzt darf niemand den Patienten berühren. Blinkende Taste drücken. Ja. Achtung, Schocker, Achtung, Schock. Schock wurde abgegeben. 30 Herzmassagen und 2 Beatmungen abwechselnd durchführen. Eines steht aber auch fest. Alleine mit dem Defibrillator kann der Zustand des Patienten nicht stabilisiert werden. Auch Wiederbelebungsmaßnahmen, wie sie Thomas Drössler vom DRK-Kreisverband nachstellt, sind nötig. Die Auffrischung des Erste-Hilfe-Kurses schadet also nie. Alles in allem ist ein Defibrillator wichtig als Lebensretter. Der AED-automatisierte externe Defibrillator, der unterstützt mich als Ersthelfer bei der Durchführung einer Defibrillation. Er gibt mir Unterstützung, er sagt mir an, was ich als nächstes zu tun habe. Er überwacht die Zeit, wann ich zwischendurch eine Pause machen muss, um zu gucken, wie der Rhythmus jetzt am Patienten ist. Von daher ist das eine Riesenunterstützung zu der Herzlungenwiederbelebung auch noch, weil ich da auch unterstützt werde, was ich jetzt zu tun habe.